Zunächst einmal ist, ich finde den Jason, den ich heute interviewt habe, als Unternehmer sehr faszinierend. Er ist ein junger Typ, der viel Erfolg gehabt hat und der auch schon einige Rückschläge hatte. Und es ist ein Feld, wo man sieht, dass ich sehr nah an den Sport komme. Ich komme sehr nah an den Kern des Sportes hin und ich muss mich sehr stark damit beschäftigen. Und ich finde, das macht den Reiz aus. Je tiefer ich im Sport selber drinnen bin, desto besser werde ich mit meinem Fantasy Games abschneiden, mit meinen Spielern, mit meinen Teams. Und das macht es extrem reizvoll, weil ich sehr engagen muss mit meinem Sport. Ich war bei Fantasy Gaming in England sehr skeptisch, aber die Zahlen nach den ersten paar Monaten zeigen, dass eigentlich dieser Fan, der wirklich Fantasy spielen will, noch gar nicht so richtig angesprochen wird über die Managerspiele, die jetzt da sind, auch nicht über Sportwetten. Wenn ich mir pur die Zahlen anschaue von Sportbegeisterten und von Fans, dann glaube ich, ist dort wirklich ein enormes Potenzial drinnen. Wenn ich die jetzigen Zahlen vergleiche von den beiden größten Daily Fantasy Anbietern mit Sportwettunternehmen, dann sind sie noch relativ klein. Das heißt, ich glaube schon, dass da ein ganz erhebliches Potenzial ist.